Grüßt euch, meine Freunde. Heute ist der 24.09. und ich befinde mich jetzt schon ca. 10 Kilometer von zu Hause weg. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt die letzten 4 Wochen nichts mehr öffentlich gemacht. Das lag aber auch daran, dass es in der Familie einen Todesfall gab und ich überhaupt nicht in der Lage war, da mal ein Späßchen oder ja gute Miene in die Kamera zu machen, ne? Aber ich versuche jetzt mein Glück wieder, damit ihr wisst, dass es mich noch gibt. Und hier, damit ich euch wieder etwas wiedergeben kann für eure Treue. Denn ich habe mitbekommen, dass in den letzten 4 Wochen, trotz dass ich euch nicht Bescheid gegeben habe, woran es gelegen hat, dass ich jetzt wieder eine Zeit lang nichts gemacht habe, haben sich keine oder wenn überhaupt nur 2, 3 verabschiedet, aber es kamen wieder welche dazu. Also von daher vielen Dank dafür. Und jetzt sage ich, kommt erstmal das Intro und wir sehen uns später. So, nein, es ist keine Wiederholung, immer noch der gleiche Platz, aber ich wollte es jetzt mal ein bisschen anders machen. Jetzt kurzer Einblick, ich habe euch ja gesagt, es gab einen Todesfall. Es ist zwar schon der engste Kreis, es ist die Schwester meiner Mama gewesen, wo ich euch manchmal gesagt habe, wenn ich in Speyer gewesen bin, wir waren heute mit meiner Mama im Seniorenheim und da war ihre Schwester jahrelang, ich glaube, 4, 5 Jahre bestimmt. Und sie musste an und für sich, ja, ich will es nicht so vertiefen, weil es Familiensache, aber sie hatte eine an und für sich, wie man es nennen kann, in einem Seniorenheim gute Zeit. Es fing leider dieses Jahr im Januar an mit dem ersten Sturz und ja, und dann da was gebrochen und dann da wieder Krankenhaus Reha. Dann gab es wieder Lichtblinke, ging wieder richtig gut, wieder essen normal, wieder sprechen, ne? Wieder hat man gesagt, jetzt, ne? Aber dann wieder gefallen und dann wieder Krankenhaus und dann insgesamt 3, 4 Mal gefallen. Und Ende Mai ging es wieder richtig bergauf, richtig, richtig bergauf. Wir haben hier, wenn ich euch das mal zu anschaulichen mag, es war so, dass wir, wenn ich da war mit Mama, meine Tante futtern mussten, ihre Schwester futtern müssten und mit so einer Pinzette, ja, tröpfchenweise in den Mund, damit Flüssigkeiten. Sie konnte nicht mehr schlucken, sie konnte nicht mehr beißen, das ist alles. Sie lag nur noch im Bett da. Wir mussten es regelrecht in ihr rein, das war schmerzlich, reindrängen, dass sie wegen, und immer nur Brei und. Okay. Und dann Ende August, Ende Juli, Anfang August, ging's hier so gut, eigenständig wieder im Rollstuhl. Geht im Gang rum geflitzt, was heißt geflitzt, aber eigenständig wieder. Alles, sie hat gesessen am Abendbrottisch, hat Schnitten gegessen, hat getrunken, eigenständig den Becher gehalten. Mitte August sind wir dann nochmal einmal in die Stadt, in Speyer gegangen am Wochenende. Und da hatte sogar eine Tasse Kaffee, die war schwer. Da musste ich zwar ein bisschen unterstützen, wo sie voll war, aber dann, wo sie halb leer war, das hat sie selber gemacht. Naja, und das war dann ihr letzter Ausflug. Ich habe es ja nämlich zum Geburtstag am 28. Juli versprochen. Da durfte ich aber nicht, da haben es die Pfleger verboten. Aber ich habe es ihr versprochen und wenn ich was verspreche, dann halte ich es auch. Und da habe ich mal, obwohl ich nicht so ein Rowdy bin, gegen den Willen meiner Mama und gegen den Willen der Pfleger entschieden. Und im Endeffekt hat es dann allen gefallen. Und auch Mutter sagt jetzt, gut, dass wir das gemacht haben. So viel zum Thema dazu. Jetzt geht's wieder los. Eine Fernfahrerwoche für mich, für euch, für uns alle, denen es interessiert. Euer Carsten und ich bedanke mich fürs Verständnis, dass ich jetzt 4 Wochen Abstinenz war. Gut, wo geht's jetzt hin? Und zwar, wir fahren jetzt von Passau, von zu Hause aus. Wir haben geladen hier, volle Hütte. Insgesamt 8 Paletten. Geht es nach Böblingen, Sindelfingen, Mercedes. So, und jetzt zeige ich es euch mal. Also jetzt nochmal neu. Also wir fahren jetzt hier von zu Hause aus, ne? Hier ist Passau. Die B8 lang direkt an der Donau. Vilshofen an der Donau. Dann geht das hier Osterhofen durch. Und dann Plattling. Und warum Plattling? Plattling gibt es eine Tankkarte und es gibt direkt hier, wenn ich einen Ort durchfahre, meine Hausbank. So, und dann gehe ich da nochmal gucken und überweise was für meinen Neffen, weil das hat der liebe Onkel ja vergessen, weil, Entschuldigung, lieber Leon,
ich habe dir aber versprochen, für dein super, super Zeugnis noch eine Kleinigkeit zu überweisen. Aber wie du weißt, dein Onkel ist manchmal ein bisschen verstreut und hat ein bisschen Beschäftigung zu viel. Also, es kommt die nächste Woche an. Dein Onkel. So, und wenn wir da getankt haben, geht's da auf die A92. Und dann geht's das durch an Landau, an Dingolfing vorbei, Landshut vorbei. Landshut ist in Bayern die Gewerkschaft, würde ich schon sagen, das Gewerbe für den Straßenverkehr. Also, besser man fährt da nicht durch. Immer nur vorbei ist gut. Dann an Freising und Flughafen vorbei, München, also nicht München direkt, wir fahren wieder Dachau. Hier so lang, ne? Die 471 und dann auf die 8. An Augsburg vorbei, an Ulm vorbei, Geislinger Steige vorbei. Der sagt mir zwar jetzt im Plan über die A6 und A8 dann lang, mache ich aber nicht, wir fahren 81. Und dann wechseln wir hier, wenn wir Filderstadt vorbeigefahren sind, am Kreuz Leonberg müsste das sein. Lass es das Kreuz Leonberg sein, bitte. Anschlussstelle Stuttgart, Himmel. Und dann wechseln wir auf die E89 und ja, und da ist hier auch schon gleich... Moment, ja, dieses Touchpad, furchtbar, Leute. Ja, und hier ist die Donierstraße. Da müssen wir rennen. Und da ist die, ja, hier. Und da ist die Anmeldung für die Daimler. Ja, und warum fahren wir jetzt los? Weil, ich habe im Internet gelesen, von Sonntag 22 bis 0 Uhr machen die ein Fenster auf. Jetzt weiß ich nicht, ich habe keine Expressnummer, ob die uns auch dran nehmen. Drückt uns die Daumen. Jetzt geht's aber los. Genug geschnackelt. Euer Carsten. Ciao. So, meine Freunde. Wir sind jetzt in Sindelfingen angekommen. Bei der Daimler in die Donierstraße. Rappelte voll der Parkplatz. Aber daran habe ich schon gedacht und das sehr vermutet, weil Wochenende und da stehen auch sehr viele, die eigentlich da nichts zu suchen haben und einfach ihre Kiste da hinstellen, weil sie wissen, da ist ein Parkplatz und keine Schranke und fahren dann morgen früh dann oder heute Nacht noch irgendwann weg. Finde ich nicht richtig, aber ich kann es verstehen, aber ich finde es nicht richtig. Naja, gut. Jetzt stehen wir hier in der Seitenstraße, also wir sind die Donierstraße raus, rechts unter die Autobahn durch und gleich an der Ampel wieder rechts. Und da haben wir uns hier, wartet, einen Parkplatz ergattert. Gut, will aber nicht lang schnacken, ihr könnt jetzt hier nichts sehen. Und wenn ihr da meinen Finger seht, da lang, werden wir morgen laufen. Okay, wenn ich morgen früh aufstehe, dann laufen wir gemeinsam dahin, dann seht ihr, wo ich jetzt stehe. Alter, gute Nacht, ciao. Und ja, Pustekuchen, das wollte ich noch sagen, Pustekuchen. Laut Internet Sonntag von 22 bis 0 Uhr 2 Stunden offen. Habe ich mich sowieso schon gefragt. Hey, ergibt doch keinen Sinn wegen 2 Stunden. Aber ja, ich werde es morgen richtig fotografieren und auf Google aktualisieren, dass Samstag, Sonntag geschlossen ist. Okay, ciao, gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben jetzt mittlerweile, ihr seht mich gar nicht, 5.15 Uhr. Wir haben 7 Grad. Es ist richtig kalt geworden. Jetzt laufen wir mal dahin. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe null Bock. Ich bin so müde. Und ich habe das erste Mal die Standheizung angemacht. Mann, ist das dunkel. Okay, wir sehen uns gleich, wenn es heller wird. Jetzt laufen wir erstmal da rum. Einmal ganz vor. So. Und dann links und ja, ganz schön dunkel hier. Okay, bis später. So, der eine wird jetzt sagen, ja, warum fährst du denn nicht vor? Das bringt alles nichts. Jetzt kommen so viele, so wie DAXA oder sonst was und DRL. Da ist einfach kein Platz. Also vor 6:30 brauchst du es gar nicht versuchen. Weil die müssen erstmal eine halbe Stunde das Büro aufhaben, damit die ersten wegfahren. Aber da kommen schon wieder die anderen und ach, hör auf. Deswegen laufe ich lieber vor. Krieg keinen Ärger, dass ich irgendwie im Parkverbot stehe oder muss mich nicht ärgern, dass ich wieder zurückfahren muss, weil kein Platz ist. So ist das schon gut. Es ist aber verdammt kühl. Ich will nicht sagen kalt, aber kühl. Herbst. Brrr. Ja, ist schon richtig so, wie wir es gemacht haben. Hier stehen die ersten Kollegen mit Warnblinker. Da, wo der steht, habe ich gestern Abend auch gestanden. Aber da ist absolutes Parkverbot, weil da vorne ist noch ein Tor. Seht ihr gleich. Jetzt gehen wir gleich mal darüber, bevor der uns umfährt. Hier, seht ihr das?
Könnt ihr nicht sehen, das Schild. Aber hier steht aber auch Zufahrt Freiheit, ne? Ja, hier zeige ich euch gleich. Zufahrt Freiheiten soll das halten. Weil da ein Tor ist. Ja. Aber jetzt muss ich die Kamera ausmachen, weil hier darf ich nicht filmen. So, meine Freunde, wir sehen uns zwar nicht, weil es noch ein bisschen dunkel ist, aber ich habe eine ID bekommen. Ich habe mich ganz normal angemeldet und auf einmal schickte mir der Chef doch eine Sonderfahrtsnummer. Und na, hier, da konnte ich reingehen. Und er war gnädig. Wo ist denn hier das Licht? Und er war gnädig. Und hier, weil von der Sendung, wo ich das meiste geladen hatte, die 7 Paletten, habe ich eine Sonderfahrtsnummer bekommen und für die eine Palette nicht. Und da habe ich den gefragt, muss ich jetzt mich nochmal anstellen oder sonst was? Nee, komm, gib her. Also vielen Dank nochmal an den Mitarbeiter, entweder von oder für Daimler in der Nonierstraße. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Diesmal hat es wieder funktioniert, vielen Dank. Sprich, es ist 6 Uhr und ich bin erstmal fertig im Büro. Und jetzt seht ihr, hier seht es beschissen aus. Deswegen laufe ich lieber mal die paar Meter zurück, aber dafür stehe ich Safety. Schöner Volvo, oder? Der sieht doch mal schön aus. Ja, das ist der ganz neue Volvo. Ja. Nun guck mal, da hinten stehen die auch, aber wir laufen lieber. Da kann man da hinten sich hinstellen und da läuft man hierher und passt. Okay. Wir melden uns später. Ganz schön dunkel. Ihr seht mich überhaupt nicht. Ciao. Sag mal, du bist doch der Kartenkönner, oder? Mensch, da hast du aber gerade Glück gehabt, dass ich einen Funk angemacht habe. Gerade eben, sonst hätte ich gar nicht mitgekriegt. Grüß dich, ja, ich bin's. So, meine Freunde, jetzt sind wir fertig. Letzte Station, wir mussten 2 Abladestellen haben. Einmal musste ich richtig weit ausfahren, aber ich konnte euch ja nirgendwo zeigen, weil Daimler-Sachen. Einmal musste ich sogar bis weit in Schönbuch fahren und die andere eine Palette, die ging hier nach Sindelfing. In die Werke rein. Entschuldigung. So, und wir haben den nächsten Auftrag. Aber schon seit Wochenende. Jetzt fahren wir nach 71er Weissach. Das sind 32 Kilometer. Da fahren wir zur Firma Porsche. Und da laden wir für die Entwicklung, also bei Weissach Porsche muss ich mich bei der Entwicklung melden. Und das geht dann nach Mannheim. War schon 3-mal in den letzten Monaten gefahren. Zu einer Rallye-Performance. Naja, wie dem auch sei. Wisst ihr, was mir auch auffällt? Ich stehe jetzt außerhalb, da kann ich ja auch filmen. Moment, ich zeig's euch gleich. Zack. Da ist ein Parkhaus, ne? So. Und normalerweise sollte man ja meinen, wenn man bei einem großen Automobilkonzern arbeitet, wie sie auch immer heißen in Deutschland, dass man da dementsprechend dieses Fabrikat fährt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ist das vielleicht hier das Besucherterminal-Parkhaus? Nein, das ist das Mitarbeiter-Parkhaus. Da sind Automarken vertreten, die haben mit Daimler oder Tochtergesellschaften überhaupt nichts am Hut. Was wollte ich euch damit sagen? Ich möchte damit sagen, wenn es um Prämien geht, wenn es um Mitarbeiterbeteiligung geht im Unternehmen am Ende des Jahres, ne? Oder wenn die Gewerkschaft hier wieder sagen tut, oh, wir brauchen mehr Lohn und so, dann sind sie alle, da sind sie auf einmal alle Arbeiter von Daimler, oder, ne? Aber wenn es darum geht, diese Marke zu vertreten und dahinter zu stehen, ne, dann, das irgendwie nicht. Aber naja, okay. Ich muss ja sagen, die Autos sind sehr teuer und manchmal, ich rede ja nur vom Sprinter. Ja, die Leistung und der Service, ich gebe es zu. Ich meine, unsere Heimatwerkstatt, die gibt sich äußerst Mühe, aber wenn du manchmal so unterwegs bist und Probleme hast, Katastrophe. Qualvoll, keine Mitarbeiter, aber das ist was anderes. Ich würde euch damit nicht belangweilen. Gut, jetzt wollen wir mal losmachen hier. Und wisst ihr, wie kalt das ist? 4,5 Grad. Was haben wir denn jetzt hier? Warte, ich zeig's euch. Jetzt haben wir 5 Grad. Brrr. Wie gesagt, ich habe heute früh kurz mal 15 Minuten die Standheizung angehabt, weil war kalt. Okay, jetzt geht's aber weiter. Bis dann. Ciao. Achso, und hier. Lecker, lecker, lecker. Jetzt gibt's erstmal was zu frühstücken. Ja, und nein, es ist kein Trockenbrot, denn Trockenbrot macht Wangenrot. Es sind, ja, wenn jetzt einer sagt, Carsten, da ist ja keine Butter drunter. Ich bin kein Buttertyp. Ich esse nur Kräuterbutter und nur dann, wenn sie verlaufen ist auf dem Steak oder so. Okay, ciao.
Hallo meine Freunde, wir sind jetzt mittlerweile auf der A6 angekommen, gerade Kreuz Waldorf passiert, von der A5 kommt Heidelberg gefahren und auf der A5 von Karlsruhe nach Darmstadt hat Höhe Heidelberg geknallt, aber nicht nur einmal, es gab einen Auffahrunfall, einen gewaltigen, da war noch die Rettung auf der Überholspur aktiv und von diesem Unfall noch einmal 100 Meter davor gab es einen eigentlichen Unfall, aber der war schon halbwegs beseitigt, da hat nur der Abschlepper gefehlt. Und jetzt staut sich hier in alle Himmelsrichtungen, von der A5 Karlsruhe kommt, von der A6 Sinsheim kommt. Normalerweise sagt man sich dann, okay, ich weiche ja aus die A6 in Fahrtrichtung Mannheim, Überleitung A67, Funkstadt, Fürnheimer Kreuz oder wie das da heißt, und dann weiter Richtung Darmstadt. Ist aber auch sehr mühsam, weil seit mehreren Monaten in Hockenheim, also hinter Kreuz Waldorf, Höhe der Rastanlage Hockenheim, wo der Hockenheimring ist, da ist auch eine Dauerbaustelle und da sind nur zwei Spuren. Und dadurch, dass der ganze Baustellenverkehr über die Rastanlage fährt, staut es sich jeden Tag rund um die Uhr, außer nachts nicht, mitternachts nicht. Obwohl, da bauen sie ja dann auch wieder, da machen sie nur einstreifig. Was das wieder für einen wirtschaftlichen Schaden nach sich zieht. Wisst ihr das? Das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Das ist ja nicht nur, dass die Kollegen im Stau stehen, dass da Pkw-Fahrer im Stau stehen, die, was weiß ich, zum Frankfurter Flughafen müssen, ihren Flieger nicht schaffen, dann die Hotelkette nicht schaffen, weil sie das gebucht haben. Manchmal finden ja Ausschreibungen statt. Da wird ja ein halbes Jahr oder noch länger darauf hingearbeitet. Ah, können wir das? Da wird mit Lieferanten gesprochen und sonst was. Dann kommt der Tag X. Du willst zum Flieger, willst das Angebot pünktlich da einreichen, eigenhändig in den USA oder sonst was am nächsten Tag. Und dann stehst du da im Stau und schaffst den Flieger nicht. Und auf einmal ist die ganze Arbeit von den letzten halben, dreiviertel Jahr, je nachdem, wie kompliziert das Ausschreibungsverfahren war, für die Katz. Alles, was du gebucht hast, der Flieger, alles ist ja alles bezahlt. Nur weil wieder irgendwelche nicht aufgepasst haben. Ich meine, ja, man kann das jetzt nicht so verallgemein nennen. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, manchmal passiert gesundheitlich was. Kriegst einen Herzinfarkt oder sonst was. Aber so wie das da ausgeht, ich weiß es ja nicht, aber so wie es ausgesehen hat, war das der zweite Unfall, wo sie jetzt noch am Berg waren. Ein klassischer Auffahrunfall, weil abgelenkt. Der erste Unfall, weiß ich nicht, was da war. Der schon halb fertig war, da haben nur die Abschlepper gefehlt. Das ist Wahnsinn! Das ist unbeschreiblich! Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass da große LKW-Kollegen oder kleinere Paketdienste oder was weiß ich da drin stehen. Sind ja auch PKW-Fahrer, die haben ja auch Termine, diese Außendienste und sonst was. Normalerweise, an und für sich, müsste man, ne, wenn man dann rausfindet, aber wie willst du das machen? Wenn man rausfindet, der war der Verursacher, ne, müsste man automatisch irgendwie diejenigen dann in Regress nehmen, die den Unfall verursacht haben und wegen dem man im Stau gestanden hat, wegen dem man dann Probleme bekommen hat mit dem Empfänger, vielleicht selber noch Konstruktionsstrafe zahlen musste, obwohl man nichts für konnte. Wäre alles möglich, wenn wir die Kennzeichenerfassung hätten. Aber Deutschland und der liebe Datenschutz. Naja. Wir wollen uns nicht aufregen, aber es ärgert einen. Naja, wir haben jetzt noch was zugeladen. Wir fahren aber jetzt erstmal nach Waiblingen und dann fahren wir nach Stuttgart. In Stuttgart laden wir, zack, den KTL aus. Okay, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Sagte meine Oma immer. Und meine Mutter. Bis dann. Grüß euch meine Freunde, da bin ich wieder. Ich musste gerade aufhören zu filmen, weil mein Chef war dran. Und wie soll ich sagen, mein Chef ist not amused. Mein Chef ist nicht erfreut. Ist das jetzt richtig übersetzt? Ich glaube ja. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe euch doch schon mal gesagt, dass ein Fernfahrer, ja mehr Fernfahrer, weil ein Nahverkehrsfahrer, der hat seine Rollkarte, lässt unterschreiben und gibt das in der Dispo ab oder hat seinen Scanner. Aber ein Fernfahrer mittlerweile ja nicht nur ein Fahrer ist, der den Schlüssel rumdreht und ein bisschen Ladungssicherung macht und von A nach B fährt, ne? Und ein bisschen Tourenplanung macht. Das ist ja weit gefehlt. Ich habe ja schon manchmal gesagt, dass da Kunden manchmal im Auftrag schreiben, bitte beim Laden Lieferschein schicken. Da ist ja noch nichts unterschrieben, du hast ja geladen. Ne?
Man muss ja damit sicher gehen, dass man auch das Richtige mit der Nummer, Gewicht und Anzahl, alles, ne, übereinstimmt und mit der Zieladresse. Dann muss man warten, bis man okay bekommt, über E-Mail oder WhatsApp, je nachdem, was sie sich wünschen. Dann fährt man, dann lädt man ab und wenn man abgeladen hat, einen Stempel und eine Unterschrift, alles, dann schickt man es wieder an die E-Mail oder WhatsApp, je nachdem. Manche Auftraggeber haben für jeden Kunden mittlerweile fast eine eigene E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir, also ein Transportunternehmen, ein Auftraggeber, ne, Punkt, für Daimler, Punkt, für Bosch, Punkt, für Audi, ne? Und so geht das, aber vorne immer der gleiche, also der Auftraggeber, aber dann noch eine andere Abteilung so in der Art, ne? Im Endeffekt macht der Fahrer für diejenigen auch noch die Buchhaltung indirekt ein bisschen, weil man damit schon den in die richtige Abteilung oder ins richtige E-Mail-Fach die Fachpapiere zuschicken lässt. Also im Endeffekt brauchen diejenigen, und es kommt ja noch darauf an, ne? Es kommt ja noch hinzu, man muss immer noch mittlerweile teilweise schon eine Lieferscheine vom Auftrag, vom Frachtauftrag, vom Kunden, die Frachtauftragsnummer draufschreiben. So, dass man, wenn man die richtige E-Mail-Adresse hat, ins richtige Fach bei denen zukommen lässt, die Nummer nur sehen, klick, so gehe ich mal davon aus, und fertig ist der Lack für die. Ne? Ein bisschen archivieren, wenn überhaupt. Also so wenig Arbeit wie möglich machen die Auftraggeber sich, aber der den Auftrag vergibt, aber derjenige, der ihn bearbeiten muss, also der ihn austragen tut, sprich meine Wenigkeit, ich bin ja der Fahrer vom Chef, das wurde immer schlimmer. Und demzufolge hat sich gerade mein Chef ein bisschen, was heißt archiviert, zurecht. Man kommt manchmal gar nicht mehr zu gewissen Dingen. Manchmal habe ich ja 2-3 Sendungen von A nach B, ne? Und die wissen ja auch alle dann Bescheid, weil, ne, mein Chef macht ja nichts so, dann gibt's Ärger oder sonst was. Das muss ja zeitig und gewichtsmäßig mal alles passen. So, und dann sitze ich da nach dem Abladen, so wie heute früh, in Sindelfingen, da hatte ich ja 2 in eine Richtung, in den Werken da. Und dann sitze ich dann da, Foto da, welche E-Mail-Adresse da. Dann schreibst du den Text nochmal hin. Hallo, bla bla bla, Firma so und so, Unterschrift, Uhrzeit, an bei Lieferscheine, du musst es ja ordentlich schreiben, ne? Weil sonst archivieren die sich, aber das hier, kann man ja mal Hallo schreiben oder so, kann man ja mal hinschreiben, welche Firma sie sind oder so. Normalerweise würde das denn reichen, wenn ich die Nummer vom Auftrag auf den Lieferschein schreibe, den das da hinschicke, fertig, aus. Aber nein, ich bin ja gut erzogen. Ne, obwohl es mich manchmal, es geht nämlich von meiner Zeit ab. Ist einfach so. Jeder Kollege weiß, ob Nahverkehr oder Fernverkehr, weiß, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, mal irgendwie ansatzweise in Ruhe was zu essen. Ne? Selbst Toilette gehen ist ja manchmal dürftig. Weil da, wo du gerade kannst, durfst du nicht. Und wenn du gerade musst, kannst du nicht. Naja. Und das hat sich gerade manchmal ein bisschen archiviert. Gut, jetzt Lauf der Dinge. Wir fahren nach Waibling. Sind nur 78 Kilometer, laden da ab, die 3 Holzkisten, darf ich euch nicht zeigen, Porsche. Dann, nee, nicht Porsche, Daimler. Dann fahren wir weiter, die KTL geht leider zu Renus, ist aber arbeitet für Daimler, also auch wieder nicht zeigen. Also zumindest nicht da, ne, beim Abladen. Und dann fahren wir wieder nach Waibling und da weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Okay, ich hoffe, ich kann euch diese Woche noch ein bisschen Ladetätigkeiten zeigen. Aber es liegt ja, ne, ich kann da nichts dafür. Okay, jetzt sind wir gerade Technikmuseum Sinsheim. Für alle, ja, leider habe ich die Flugzeuge schon verpasst, aber sehr interessant. Ich war da schon lange, lange nicht mehr. Da war ich mal als Kind mit der Mama und Papa und mit meinem Bruder. Da war ich, glaube ich, 10 oder so. Und jetzt bin ich 31. Also wenn jetzt das U-Boot endgültig dahin kommt, dann werde ich auch mal dahin gehen. Ja, okay, bis später, tschüss. Ja, guten Morgen, meine Freunde. Wie ihr sehen tut, bin ich schon wach. Ich habe schon abgeladen, was wir gestern Abend in Wendling geladen haben. Und jetzt sind wir hier in... Wo sind wir denn hier? Moment. In 82er Geretsried, Gettingen. Und jetzt haben wir geladen für 78er Eppendorf. Und wenn ihr ganz genau hingucken könnt, könnt ihr da 2 Rehe sehen. Mach mal die Scheibe runter. Könnt ihr die da hinten sehen? Das eine hat sogar ein Geweih drauf. Ein kleines. Gut. Okay. Wir haben jetzt hier geladen.
Und zwar in Geretsried, habe ich euch gerade gesagt, unweit von Wolfratshausen. Jetzt fahren wir da hoch Richtung Gautingen und fahren dann auf die A96 an Landsberg am Lech vorbei bis nach Memmingen. Und in Memmingen fahren wir kurz ein ganz kleines Stück nur auf die A7. Und dann geht das alles querfeldein auf die B313 durch Biberach an der Riss, durch Riedlingen, Zwiefalten, dann an Bohlerdingen vorbei, Albstadt, Balingen und da ist Oberndorf am Neckar, aber das ist mehr links. Wir fahren hier in das Nest. Trichtingen, direkt an der 81 in Fahrtrichtung Reutlingen. Ja, und jetzt haben wir 281 Kilometer. Und ja, es ist ein bisschen wärmer geworden. Und zwar haben wir 9,5 Grad. Und wir haben schon eine Stunde fast weg. Gut, leider konnte ich euch hier auch nicht beim Laden zeigen. Entschuldigung, meine Frisur. Ich muss noch zum Friseur diese Woche. Am Wochenende. Aber ja, ich konnte euch hier auch wieder nicht zeigen. Und beim Abladen, nein, kann ich euch auch nicht zeigen, weil das ist Elektromobilität Entwicklung. Ist der Wurm drin, aber so ist das Leben nun mal. Okay, ich hoffe, ich kriege noch ein paar schöne Szenen diese Woche rein. Dann vielleicht irgendwas von unterwegs bei der Tour, wo ich fahre. Okay, genug geschnackt. Bis denn. Furchtbar sehe ich aus. Ciao. So, liebe Freunde, es geschehen doch noch Zeichen und Wunder. Moment, ich tue euch mal dahin. Und zwar, wir können noch eine Palette laden, wo Film geht. Okay, ich melde mich gleich. Bis denn. Beziehungsweise die Palette kommt, glaube ich, jetzt schon. Warte mal. Ich muss gucken, dass ich hier. So. Das muss weg. Okay, dann. Geht ja fix? Ah ja. Ich will ja auch einen Badischen. Eben. Ja. Man muss ja Pluspunkte sammeln. Ja. Ist in Ordnung, das liegt ja nicht so viel. Nee. Gut. So. Dann gehen wir mal Papier holen. Da ist das gute Stück. Ich gehe es gleich noch sichern. Und jetzt hole ich mir noch schnell die Papiere. Und ich sage dann bis später. Guten Morgen, meine Freunde. Heute ist der Mittwoch. Und ich hoffe, heute haben wir einen besseren Tag, wo wir viel mehr Ladetätigkeiten uns anschauen können. Gemeinsam. Wir befinden uns hier in Wolferborn, Grevenrod. Bin Sachsen da. Da laden wir jetzt gleich bei einer Firma Zelte. Das ist unweit von Bündingen. Dann, wenn wir das geladen haben, fahren wir auf die 66. Dann auf die A3. Oh, da gab es schon wieder einen Unfall. Nicht auf die A3, aber auf die 66 immer noch. Dann auf die 43A. Und dann erst geht es auf die A3. An Neu-Isenburg vorbei. Am Flughafen vorbei, dann wechseln wir irgendwie, dann fahren wir auf die A60 an Rüsselsheim vorbei, Mainz, dann geht's auf die 63, oh hier ist schon wieder alles rot, aber Gegenrichtung, an Niederolm vorbei, Würstadt, am Kreuz vorbei, wo die 61 sich kreuzt, Kreuz Alzheim müsste das sein, immer noch die 63 weiter, Kirchheim-Bohlanden, was kommt denn da noch, ja, an Kaiserslautern wechseln wir auf die A6, dann an Landstuhl vorbei, dann Waldmoor, ja, ein bisschen weit weg ist Neukirchen, St. Ingbert, dann geht's hier runter in den Saarland, Saarbrücken, Völklingen und dann sind wir auch schon da. Und zwar nennt sich das, wartet, Boos, direkt neben der A6 Richtung, Richtung Saarlouis. Ja, und was laden wir hier? Warte mal, das sind hier 260 Kilometer, 10.02 Uhr Ankunftszeit. Wir haben heute ein bisschen mehr Grad, 10 Grad haben wir, könnt ihr das sehen?
Oh, so. Und da laden wir ein Zelt. Ich sehe noch ein bisschen sehr verschlafen aus. Also wirklich wahr. Ich erwähne es zum 5. Mal. Ich muss zum Friseur. Und rasieren müsst ihr mich auch langsam mal. Aber nee, das wisst ihr ja Bescheid. Das mache ich jetzt immer nur einmal. Und zwar, wenn ich zu Hause bin. Und das war meine Übernachtungsstätte. Schön ruhig hier, ne? Aber wirklich wahr, wenn ihr da mit einem großen Fahrzeug kommen solltest, ich zeige euch dann den Rückweg. Puh, ich frage mich, wie diese Firma hier, also das ist der einzige Weg, aber das zeige ich euch später. Das ist wirklich saueng. Zumindest ist die Brücke da mit den Kurven. Aber dazu später. Bis dann, da wollen wir uns mal anmelden und laden. So, meine Freunde. Wie ihr seht, wir befinden uns im Auto. Wir wollen uns jetzt ja anmelden. Und mein Ansprechpartner, der eigentlich ein Mann sein sollte, gut, hat sich als Frau rausgestellt. Kleineres Übel, nicht so schlimm. Aber die Ansprechpartnerin jetzt ist noch nicht da. Die wohnt ein bisschen weiter weg und die braucht noch ein paar Minuten. Bei mir wurde gesagt, 7, 7.30 Uhr. Der Herr hat jetzt die Dame, die ich hier als Ansprechpartnerin angerufen, und nachgefragt, was das nur sein könnte, weil da wieder ein Zwischenhändler ist. Weil ich bringe das zu einer Firma, wo es im Endeffekt aufgebaut wird. Beziehungsweise zu einem Ort, den Absender hier überhaupt nicht sagt. Da ist irgendwie, muss halt ein Monteur sein, was weiß ich, XY, der hat das bestellt und der fährt dahin mit den Monteuren und baut das da auf beim Bestimmungsort. Demzufolge können die da nicht wissen, was ich hier will. Also Ladenummer fehlt. So, aber die Dame hat gesagt, ja, das Fahrzeug 8 Uhr, 9 Uhr bestellt. Ja, und jetzt stehen wir hier auf dem Stoppschild und werden dann geholt, wenn es soweit ist. Ich habe aber schon eine Anschlussfahrt wieder da unten. Irgendwas mit 14 Uhr. Ich weiß aber nicht wohin und wie viel und keine Ahnung, und schießt mich tot. Ja, das ist das Leben eines Fernfahrers. Du bist die ganze Zeit abhängig von anderen. Aber das habe ich euch ja schon gesagt. Ne? Man kann nur so gut sein, wie die anderen einem die Daten geben. Wenn die anderen einen jedes Mal eine Stunde abziehen oder jedes Mal einem die Daten fehlerhaft übermitteln, aber dann die Ersten sind, die früh 5 Minuten nach 7 anrufen, habt ihr schon verladen? Habt ihr schon das? Habt ihr schon? Habt ihr schon? Habt ihr schon? Seid ihr schon unterwegs? Wann seid ihr denn da? Ne? Das sind die dann. Aber selber ihre Aufgaben nicht richtig erledigen können. Ich reg mich nicht auf. Es ärgert mich nur, es ist nämlich meine Zeit, es ist mein Leben, es ist nicht deren Zeit. Die sitzen im Büro und trinken Kaffee und essen Schnittchen, Brötchen und was nicht alles und nebenbei ein bisschen tippet und alles ist gut. Aber der Fahrer, der die ganze Zeit von A nach B wochenlang oder eine Woche unterwegs ist und früh dann gezwungenermaßen wieder aufsteht in aller Walachei. Gut, ich habe heute Nacht gut geschlafen, war schon ruhig, aber keine Toilette, keine Dusche, kein Waschbecken, ne? Ja, aber egal. Die Sonne geht langsam auf. Was soll es denn Schöneres geben? Bis später, meine Freunde, ne? Ist sogar schon 1 Grad wärmer geworden. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass ich mich hier wieder ein bisschen temperatursmäßig aufgeregt habe. Ich habe mich nicht aufgeregt, ne? Okay, wir hören uns später. Ciao. Ja, schon ein bisschen Mitleidenschaft gezogen hier. Aber hey, der hat über 650.000 Kilometer drauf. Und hier, guckt mal, Kollegen. Boah, 2 Wochen haben wir was geladen. Da war ich so eng beladen. Aber da musste die Palette auf einmal, also es war disponiert, dass von hinten nach vorne abgeladen wird. Aber während der Fahrt hat sich's verschwätet und da musste ich die Palette dann vorne abladen. Aber hinten stand eine riesengroße Kiste. So, und dann musste der Gabelstapler von hier reinfahren und die rausholen auf der Höhe und über die Kiste hinwegschieben, heben, wisst ihr? Und da hat er so erstmal, oh, da hier richtig fette Grater hier, aber richtig fett, seht ihr das? Gut, das hat mich auch weh getan, aber ich sag mal so, das Fahrzeug hat über 600.000 Kilometer drauf. Es ist normal. Und wenn das mal dreckig wird, das kann ich auch übermalen, dann sieht man das nicht mehr so. Gut, dann warten wir mal, bis wir unser Zeug bekommen. Und wie ihr seht, wir haben jetzt nur noch 2-Euro-Paletten. Einfach gewichtsmäßig und platzmäßig. Jedes Mal die 5 Euro, das sind ja auch knapp, weiß nicht, 80, 90 Kilo, viel zu viel. Bis später. Jetzt kommt unsere Palette. Thank you.
hier mach mal. Freunde, wir haben uns angemeldet und da hinten, wo der Staplerfahrer steht, da soll auch unser Ansprechpartner sein. Ja, da hinten steht er noch, wenn das mein Ansprechpartner auch ist, der da so gelümmelt dran steht. Gelümmelt. Ja, könnte sein, neben dran steht ein Auto. Da fahren wir mal dahin und laden wir das mal ab. Entschuldigung fürs Wackeln, aber hier sind Huckel. So, meine Freunde, wir haben jetzt abgeladen. Hier in Bose, aber das ging eigentlich nicht zu den Stahlwerken, sondern der hat sich da, glaube ich, eine Halle angemietet. So sieht das aus. Was wollte ich sagen? Ein ganz, ganz, ganz netter Mitmensch, der da am Stapler gelümmelt hat. Das war auch der Firmeninhaber. Und was wollte ich sagen? Ja, abgeladen, da konnte ich euch nicht zeigen, ne? Aber ich zeige euch mal, was ich gekriegt habe. Moment. Erstmal muss ich hier die Stullen wegmachen. Ich zwitsche euch mal kurz um. Ta-ta-da-da-da. Könnt ihr die zwei Fläschchen sehen? Ja, das ist für heute Abend Feierabend. Aber nicht eine, nicht zwei auf einmal. Weil eine reicht, ne? Wir haben nämlich die 0,0 Promille-Grenze als Kraftfahrer beruflich gesehen.
vergessen manchmal, glaube ich, viele. Deswegen werden auch viele angehalten mit 2,3, 3, noch was. Deswegen erwähne ich es mal wieder. Wir haben 0,0 Promille Grenze, wir beruflichen Fahrer. So, wir sind ja nicht privat unterwegs. Gut, und, ja, was habe ich noch gekriegt hier? Ja, darf ich ja nicht vergessen. Tadadada, ein Zehner. Ja, kommt in die Spardose. Und wenn ich mal irgendwo wieder stehe am Wochenende, gehen wir davon irgendwas Schönes essen. Gut, dann sage ich mal, jetzt hier 14 Kilometer bis nach, 14 Kilometer haben wir jetzt. Also wir haben es vor der Mittagspause auch geschafft. Und jetzt fahren wir vom Bus auf die Autobahn. 620. 620 an so Louis vorbei. Und dann hier in Dillingen-Saar laden wir. Ja. Und dann laden wir da diese zwei Paletten, die ich euch dann später noch zeige, wo sie hingehen. Also bis dann. Ciao. So, meine Freunde, wir stehen jetzt hier beim Verladepunkt. Mittagszeit ist rum. Aber da hinten ist gerade so viel los. Der erste Stopp, und zwar, Moment, kurz. Und zwar fahren wir zuerst ins 28er Lilienthal, das ist bei Bremen. Und wenn wir das morgen ausgeladen haben, fahren wir dann weiter ins 26er Osterhauderfehn. Das ist Richtung, oh, jetzt kommt gerade der Mitarbeiter. So, meine Freunde, wir haben jetzt geladen. Es gibt aber eine Planänderung, weil, wie ihr sehen könnt, da steht nicht belasten. Doppelt und dreifach. Jetzt wurde gerade Rücksprache gehalten mit der Dispo und mit unserem Auftraggeber. Aber uns wird freie Hand, freie Wahl gelassen, wie wir das fahren. Jetzt fahren wir nämlich nicht erst nach Lilienthal. Nämlich Lilienthal ist als letztes dran. Und das ist die Palette, die man belasten darf. Die sollte ich eigentlich als erstes 7 Uhr zustellen. Aber jetzt ist es auf einmal egal. Und na, hier das andere, die 28er, die fahren wir zuerst. Gut, wir haben ganz schöne Temperaturen hier. Ich fange richtig an zu dampfen. Wir haben sogar Kopfflaschen gemacht. Ja, und bevor jetzt hier einer meckern tut, ja, das haben wir diesmal richtig gemacht. Außer an der Seite ist kein Kantenschoner dran. Aber hey, man muss nicht pepsiger sein als der Papst. Dafür haben wir hier überall Anti-Rutschmatten drunter. Ne? Upsala. So, ja. Und Kantenschoner. Also. Gut, dann sage ich mal bis später. Ich mache jetzt hier noch zu und dann ziehe ich mir erstmal um. Ich schwitze nämlich wie verrückt. So, meine Freunde, wir haben jetzt geladen. Ich ziehe mal schnell die andere Brille ab, Fairness halber. So, und na hier, wir waren gerade hier nebendran, war im Supermarkt. Haben wir uns ein Eis geholt hier, ja. Ja, so ein Farbwassereis, ich hatte Bock drauf. Folgendes. Ein Eis, ja, genau das gleiche. Einzeln, in der Truhe vor der Kasse. 2,29 Euro, ja. Das gleiche Eis in einer Packung, 4 Stück. Aber ein bisschen weiter weg, wo der Kuchen tiefgefroren, wo die Tiefkühltruhen sind, ja. Fürs gleiche Geld. 4 Stück aber. Gleiche Marke, gleiches Produkt. Warum? Warum bin ich jetzt gezwungen, mir eine ganze Packung hier zu kaufen? Eine ganze Packung? Hier, eine ganze Packung. Da, ja. Ich will aber nicht 4 Stück essen, weil ich nicht 4 Stück schaffe, weil die schmelzen. Ich habe sie jetzt trotzdem in den Kühlschrank gemacht und volle Bulle. Nein, bin ich gezwungen, 4 Stück zu kaufen und die zu inhalieren. Ich habe mir gedacht, gut, kaufst du sie, weil gerade viele Schüler hier waren. Anscheinend muss eine Schule sein. Wenn irgendwelche Schüler freundlich sind, lieb sind, wo ich denke, jawohl, die sind artig und naja, ist so. Hätte ich gesagt, hier komm. Oder ich wäre rübergegangen zu der Firma und hätte gesagt, ihr habt da noch 3. Aber habe ich mir dann nachhinein gedacht, ist ein bisschen blöd. Das Büro ist groß, viele Mitarbeiter, 3 kriegen was und die anderen 20, 30 nicht. Fairness halber blöd. Also habe ich mir nicht eins genommen, weil da wäre ich ja schön doof. Ich bin zwar kein Schwabe, aber ich bin ja auch ein Sachse, der auch aufs Geld achtet. Da denken die Menschen, die Firmen immer, wir können die Menschen ein bisschen veräppeln. Verhornepiepeln würden wir Sachsen sagen. Wir Oberlausitzer. So, und da habe ich mir jetzt die Packung geholt. So, jetzt weiter. An der Kasse gewesen. Hier muss eine Schule gewesen sein, weil viele Schüler gerade gewesen sind. Und die haben sich was zu essen geholt in diesem Backshop. So,
So weit, so gut. Jetzt ruft man Monika. Ja, ich kann jetzt gerade nicht. So, jetzt geht's wieder. Da war gerade jemand am Telefon, aber da konnte ich nicht rangehen. Wird gleich gemacht, wenn ich fertig bin. Und da waren ein Haufen Schüler, haben sich was im Backshop geholt. Zwei Mädels, vielleicht so 14, 15. Und da sagt die eine Verkäuferin zu ihnen, erst bezahlen, dann essen. Ich habe mir auch so einen Gedanken gedacht. Da habe ich nämlich mal einen Bericht der Bild-Zeitung gelesen. Viele sagen ja immer, Bild-Zeitung ist ein Drecksblatt. Das sagen nur die, die nicht immer alles hören wollen. Selbst mein Freund, dessen Frau Ukrainerin ist und so, der liest auch die Bild-Zeitung, das schon jahrelang, seitdem ich ihn kenne. Was anderes, soll keine Werbung sein für die. Und da hat sie gesagt, erst bezahlen und dann könnt ihr das essen. Da flaumen die noch rum. Aber das wissen auch viele nicht, wenn es ein Baby ist. Ich glaube, da sagt keiner was, auch die Verkäuferin nicht, wenn da was von der Flasche getrunken wird, weil ein Baby Durst hat. Ein Baby kann sich nicht artikulieren. Ein Baby ist auf die Hilfe, auf das Verstehen der Mutter, auf der Eltern drauf angewiesen. Ne? Und wenn die Durst haben, da würde keiner was sagen, hier, erst zahlen. Aber bei Erwachsenen, Teenagern fast, ne? Also bei fast erwachsenen Mitmenschen, die mampfen da so. Naja, okay, dann bis später. Jetzt ruft der Boah, da haben wir aber nochmal Glück gehabt. 2 Minuten vor 9 Stunden. Naja, 593 Kilometer. Ja, komischen Parkplatz, aber das ist so ein Mitfahrerparkplatz. Da ist eine 2 Meter Höhenbegrenzung, aber hier kommt noch ein Auto gerade so hindurch. Anders geht es nicht. Direkt hier neben der Autobahn, 31, Höhe Dorsten. Und von hier aus haben wir es nicht mehr weit. Hier, nur noch Kerzen gerade hoch, seht ihr ja selber, ne? Außer hier fahren wir dann ab und da ist ein bisschen Bundesstraße 401 und ja. Und von hier aus haben wir 199 Kilometer. Jetzt haben wir 20.08 Uhr und das sind 22.29 Uhr. Das bedeutet 21, 22, ja 2 Stunden 30 kannst du sagen. Gut, das heißt 21 Uhr 8, 21 Uhr 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Uhr 8, 5 Uhr 10, beziehungsweise 5 Uhr 15. Oh, wir müssen ja noch eine Abfahrtskontrolle machen. Aber bei mir fällt das nicht so ins Gewicht, weil ich habe keine Abfahrtskontrollen-Nachweis hier auf dem System. Ich kann nur Fahrzeit, Schichtzeit und Pause machen. Oh, ich bin so komisches Farblicht heute. Naja, wisst ihr Bescheid. Und wenn wir, was habe ich gesagt, 5 Uhr 3, 5 Uhr 8, sag mal 5 Uhr 15, dann 6, 7 Uhr 15, 7 Uhr 45, da ist aber schon Puffer eingerechnet. Sprich, 8 Uhr schaffen wir bis zum ersten Kunden. Alla, ich will nicht lang schnacken. Ich will mir noch was zu essen machen, Hände waschen und dann ab ins Bett. Ciao, macht's gut, gute Nacht. So, meine Freunde, wir haben uns jetzt angemeldet. Entschuldigung, dass ich die Sonnenbrille auf habe, aber die Sonne scheint, ihr seht's ja. Wir haben jetzt hier den gelben Schein. Das bedeutet, wir sind angemeldet. Wir müssen aber nicht da hinten reinfahren. Wartet, jetzt muss ich mal kurz hier Betriebsgelände, brauchen wir uns nicht anschneiden. Abgesperrte Bereich, muss ich sowieso erstmal bei der Ford melden. So. Da wollen wir mal. Ja. Wir haben nämlich hier schon aufgeplant. Ne? Ja. So. Oh, ist das warm, ey. Ich meine, ist ja schön, ne? Der hat gesagt, das erste Tor sollen wir uns melden. Wir wollen hier rechts fahren, erste Rolltor. Mhm. Große Firma. Ich habe die Paletten hochkant gestellt, deswegen müssen wir ein bisschen langsamer machen. Nicht, dass sie uns umfallen. Rolltor. Aha. Da, wo die Bauarbeiter sind. Da kann ich aber nicht reinfahren, oder kann man da reinfahren? Mal gucken. Nee. Nee, reinfahren ist der nicht.
Wir machen das anders. Wir fahren jetzt mal rückwärts und stellen uns so hin. Dann kann der uns auch abladen. Klapper, klapper, klapper. Wir müssen uns querstellen, weil wir haben eine lange Palette. Und die muss ja erst einmal so rauskriegen. Gut, ich melde mich später. Yep. Danke! So, da machen Kinder einen Ausflug und da lernt man die mal rüberlassen. Schon keine Kinder haben, dann müssen wir wenigstens für den Nachwuchs. Der Kleine hebt die Hand. Wie sie alle winken, habt ihr gesehen? Alle vollzählig. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie viele Container da sind. Also, sieht nicht so gut aus. Nee. Also, da hat Augsburg an der A8 mehr. Guck dir mal an, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Nur mal zur Information. Damals, vor Corona, ne? Türmeweise 20, 30 Meter hoch geschätzt. Also gefühlt 10, 15, 20 Meter hoch. Und da liegen gerade mal 3 Schiffe an, aber ganz wenig Container drauf. Du siehst gar nichts mehr. Die sind gerade mal mit dem Boden bedeckt, vielleicht gestapelt 4-5 Mal. Da, das ist doch. Hier die Reihe, die ist unverändert. Ich glaube, das sind solche leeren oder ausgemusterten, keine Ahnung. Aber die sind nach wie vor immer in der gleichen Höhe. Aber hier drüben, wo der Kai ist, also wo die Anleger sind, hier ist gar nichts. Ganz, ganz mau. Katastrophe, sag ich euch. So, und hier wird gebaut. Ja, wenigstens sind die Röhren frei. Nein, eine ist gesperrt. Naja, gut. Wir sehen uns später. Beim Abladen kann ich euch nicht sagen, weil Lufthansa ist ja logisch. Drei Schiffe, guckt euch das an, so wenig Container da. Früher waren das Türme, da konntest du dich verstecken, da hat dich keiner gefunden. Fleißig an der Brücke, da qualmt und da unten ist der Zoll.
Guten Morgen, meine Freunde. Hoppala. Wir sind jetzt aufgestanden. Staplerfahrer kam auch schon. Ich kann nicht so laut reden. Und jetzt geht's gleich los. Die fangen erst 7:30 an. Es ist 20 vor. Ja, die Palette laden wir jetzt ab. Und dann gibt's einen Tausch und dann geht's wieder zurück nach Hamburg. Hoppala. Und dann hoffe ich mal, dass ich irgendwas bekomme, was mich nach Speyer bringt. Guck mal an hier, wie ich rumlaufe. Lange nicht rasiert. Staplerfahrer kommt. Bis gleich. So, meine Freunde. Ach, erstmal die Kamera wieder justieren. Jetzt geht's los. Staplerfahrer kommt. Ach, jetzt bin ich auch ein bisschen munterer. Aber meine Haare, also am Wochenende rasieren und zum Friseur. Und wenn ich es vergessen habe, dran erinnert mich daran. So. Die Palette ist abgeladen, könnt ihr sehen. Und jetzt warten wir mal darauf, dass wir unsere neue bekommen. Ich könnte dem Weihnachtsmann so langsam Konkurrenz machen, ist ja Ursprach, ey. Guckt euch mal an hier, ey. Na? Ja. Wenn du so aussiehst, dann hast du alles geschafft im Leben. Scherz. Wisst ihr was? Ich bin ja jetzt langsam 31,5 fast. Hier hoch zu krabbeln wird mir immer schwerer manchmal. Danke!
So, jetzt sicher mal die neue Palette und dann ab die Post. Heute ist Freitag, ich will nicht lang schnacken. Also, bis irgendwann. Ciao. Könnt ihr das Schiff sehen? Ja, ich kann nicht anhalten hier. Geht nicht. So. Wir mal weiter tanken. 1,87 Euro, habt ihr gesehen, ne? Boah, ist das teuer. Wollt ihr mal schnüffeln? Na, geht noch nicht, ne? Oh, und 2,06 Euro der Super Plus. Ach, wo soll denn das noch alles wieder hinführen, ne? Das war mal so schön, bevor der ganze Sommerferien angefangen hat. Aber ja, was willst du machen? Jetzt werden wir uns gleich was zu essen holen. Aber nicht hier an der Tankstelle, das ist nämlich zu teuer. Ich melde mich später. So, meine Freunde, wir haben uns jetzt doch was zu essen geholt, habe ich ja gesagt. Und aber doch bei der Tankstelle. Und zwar, mein Freund Heinz aus Schwäbisch-Hall sagt zu einer Bockwurst immer was ganz anderes. Das ist keine Bockwurst, das ist eine Trackerpraline oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Muss ich ihn nochmal fragen. Aber, hat sich mich gefragt, Senf oder Ketchup? Und ich habe gesagt, Senf, ja. Und was habe ich gehofft? Weil ich überall eigentlich den hier bekomme, ne? So, aber was habe ich gekriegt? Hier, oh, so. So, aber Gott sei Dank habe ich ja noch einen Kühlschrank gehabt. Und deswegen können wir jetzt schnell was essen. Und ich habe noch keine Fahrt, nichts, gar nichts. Er hat was jetzt gesagt von der Schweiz für Montag ausladen. Das wäre ja nicht ganz so verkehrt, dann könnte ich ja eventuell über Frankfurt fahren. Wäre, glaube ich, auch ein Umweg. Normalerweise ging es dann ja die A7 runter, je nachdem, wo man in die Schweiz verzollen muss. Meistens ist es ja unten, weil es Dingsbums da in... nicht Basel, nicht Rheinfelden, sondern... Oh, ja, da unten zwischen Österreich und Schweiz und Deutschland, da runter. Wo man in den Hof fährt, wo wir letztens schon mal gewesen sind, wo wir einen Döner gegessen haben. Vor ein Jahr oder so. Oder vor 2 Jahren. Gut, dann werde ich jetzt schnell essen, bevor es kalt wird und drückt mir die Daumen, dass ich nach Hause komme. Drückt sie. Ich stehe hier, wo stehe ich denn? In der Harburger Chaussee. Ja. Dadurch, dass heute Freitag ist, also diese Woche hat mir noch nicht ganz so gut gefallen. Es gab ein paar Punkte, wo ich keine Lust hatte zu filmen. Weil ich manchmal noch ein bisschen emotional ein bisschen angefressen war und noch ein bisschen viel zu erledigen war, weil was meine Mutter nicht machen kann mit über 83, ist einfach so, die kann nicht mit Behörden sich da rumschlagen. Deswegen kümmert euch darum, wenn ihr merkt, Entschuldigung, das klingt gerade ein bisschen blöd, aber kümmert euch darum, wenn ihr mal eines Tages, so auch ich muss mich drum kümmern, hab mich teilweise schon gekümmert, wenn man eines Tages mal das Zeitliche segnet, dass die bleibenden Verwandtschaften, gut, bei mir gibt es dann keine, außer mein Bruder, aber mein Bruder ist ja älter, was ich ja nicht sagen soll, dass er eher geht wie ich, aber dass die Hinterbliebenen nicht so viel Arbeit und Rennerei haben, nicht so viel Verträge, nix da, nur auf Minimum, Miete, Strom und Telefon, fertig. Eventuell dann noch Auto, wenn man fit ist, aber dann ist auch Sense und nicht 5, 6 verschiedene Haftpflichtversicherungen und da war egal. Ne, mache ich gerne für meine Tante. Gut, dann sage ich mal bis später. Ciao. Und ja, Daumen drücken.